Willkommen zurück bei New Scavenger und in der letzten Folge haben wir durch ein paar unglückliche Durchsuchungsaktionen uns einiges an Wunden zugefügt, die ich jetzt versucht habe, notdürftig erstmal zu verbinden und zu versorgen hier in dem Wald, in dem ich mir jetzt ein Feuer gemacht habe und in dem ich jetzt noch versuchen könnte, mal mit dem Ding und also diesem Tool und damit und unserer Trapping-Fähigkeit kann ich hier nämlich Fleisch und Haut rausholen. Und wenn ich jetzt sozusagen das Feuer wähle und das Fleisch dazu, dann... Warum geht das nicht? Achso, dafür brauche ich auch irgendwie... Nee, ich glaube, dafür brauche ich nur einen Stock. Genau, weil dann mache ich hier Roasted Meat on a Stick. Genau, so, hier kann ich auch immer durchgehen, was ich sonst noch draus machen könnte. Ich könnte auch einfach nur Asche draus herstellen. Das möchte ich jetzt allerdings nicht so genau. Small Chunk of Meat, wo es dann cooked. Genau, das machen wir. So, das kann ich jetzt auch gleich mal essen. Use. So. Okay, dann habe ich jetzt hier soweit erstmal alles gesehen. Ich packe mal noch die Haut in mein Auto. In mein Auto ist gut. Also hier in meinen Einkaufswagen. Und ich nehme mir mal so ein bisschen Zeug hier mit. Einfach nur für den Fall, dass so ich nochmal irgendwo anders ein Feuer machen will. Denn ich müsste langsam auch was trinken und so. Ich bewege mich jetzt mal hier runter in die Richtung, um auch ein bisschen vor diesen Strangern hier in Sicherheit zu kommen. Und außerdem wird es langsam Nacht. Da muss man auch mal gucken, wo man eventuell unterkommt. Ich werde hier an der Stelle auf jeden Fall mal nochmal meinen Wasservorrat nachfüllen. Viel ist es ja nicht, aber wenigstens ein bisschen was. Und achso, hier kann ich aber auch was scavengen. Nee, kann ich nicht. Ich habe nämlich keine... Züge mehr frei. Oh, da drüben sind Hunde, eine ganze Menge sogar. Na gut, die reisen offensichtlich gerne in Rudeln. Ich weiß jetzt nicht genau, was ist hier noch in Open Field. Weiß nicht, was ich da finden soll. Aber mit Botanik finde ich hier, ja genau. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wozu meine Botanikfähigkeiten da sind. Also ich habe jetzt hier Wasser gefunden, da nützen mir meine Botanikfähigkeiten gar nichts. Aber bei Pilzen und Beeren. Nämlich, hier steht jetzt Mushrooms Agaricus Bisporus Edible. Und Edible heißt, das ist essbar. Und so steht das hier zum Beispiel auch bei den anderen Beeren. Handful of Edible Berries, Handful of Edible Berries. Und wenn die nicht essbar wären, würde da Poisonous, also giftig stehen. Und das kann ich ohne die Botanikfähigkeit nicht sehen. Und dadurch, dass ich das sehen kann, kann ich hier bedenkenlos diese ganzen Pilze und die Beeren essen. Und habe so immer eine relativ gut funktionierende Nahrungsquelle, weil ich das aus fast jedem Waldstück irgendwie rausholen kann. So, oder wie ihr seht, auch manchmal aus dem freien Feld. Also fange ich jetzt einfach an, mir hier die Beeren einzuhelfen, nach und nach. Und die Beeren machen durchaus auch ein bisschen was gegen den Durst. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich esse jetzt mal den ganzen Mist hier so. Und dann bin ich schon wieder so einigermaßen vernünftig dabei. Und kann jetzt hier versuchen, in die Stadt runterzukommen, in der Hoffnung, dass mich die Hunde nicht hören, wenn ich jetzt hier Krach mache und das Ding durchsuche. Die sollen einfach mal woanders hingehen. Denn ich würde hier, glaube ich, ganz gerne, wenn möglich, auch die Nacht verbringen. Ein zerstörtes Bürogebäude, das gucken wir uns mal an. Nichts. Aber eventuell habe ich Krach gemacht. Macht mir nichts. So, nix. Okay, das war total sinnlos. Aber ich kann mal gucken hier bei Shelter. Okay, hier gibt es überhaupt keine Shelter-Möglichkeiten. Also manchmal hat man gerade in diesen Städten noch so eine, na, noch so alte Häuser oder so, in denen man sich dann verstecken kann, wo man unterkommt. Ich versuche jetzt mal hier runter in dieses Ding. Ich kann mich natürlich nur noch total wenig bewegen. Da sind zwei Typen. Und wie ihr seht hier, ne, so diese roten Fußspuren. Ich hinterlasse natürlich auch Spuren, die andere Leute sehen können. So. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ich hoffe, die kommen mir jetzt nicht hinterher. Ich werde mal schauen hier. Ich bin jetzt im Wald, hier kann ich nicht so richtig sehen. Das macht mir aber nichts. Ich will ja hier eigentlich auch möglichst nur nächtigen. So. Achso, also im Wald ist wenigstens ein bisschen Shelter. Ich kann auch versuchen, mir sozusagen Zelte zu bauen und so. Ich habe dafür noch bis jetzt einfach kein Material gefunden, dementsprechend... verzichte ich jetzt mal da drauf. Ich werde hier mal ganz kurz noch versuchen zu durchsuchen, was zu durchsuchen ist. A locked storage shed. Das ist also abgeschlossen, weil ich aber das Crowbar habe.
kann ich das benutzen und dann mit meiner Trapping-Fähigkeit, also Vorsicht vor Fallen, mich vorsichtig reinbewegen und ich habe was gefunden. So, eine Taschenlampe, das ist relativ sinnlos. Hier habe ich noch einen Meat Cleaver. Ich nehme den jetzt mit, ich packe mir den an meinen Einkaufswagen, schadet nix. So, der Hoodie. Ich nehme mal vorsichtshalber auch die Taschenlampe mit. Das sind hier Kieselsteine und Steine. Man kann sich auch eine Steinschleuder basteln und versuchen damit sozusagen dann Feinde aus der Distanz abzuwehren. Es gab ja auch, wenn ihr das am Anfang gesehen hattet, die Ranged-Fähigkeit für Leute, die lieber den Distanzkampf mögen. Man kann auch Gewehre und Pistolen finden, um damit sozusagen sich im Kampf zur Wehr zu setzen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was man so häufig findet. Deswegen bin ich jetzt erstmal in die Melee-Richtung gegangen. So, und jetzt kriegen wir wieder so einen Text, weil die erste Nacht hereinbricht. Und die Nacht bricht herein und in der Ferne können wir ein Schimmern, ein Leuchten, ein Glühen sehen. Und wenn man irgendwann sich damit ein bisschen auseinandersetzt, stellt man auch fest, was das ist. Ich will das jetzt hier mal noch nicht spoilern. Wir sehen also hier drüben ist Glow. Ja, also da hat es irgendwie geleuchtet. Das heißt, so grundsätzlich werden wir also versuchen, unsere Reise irgendwann in diese Richtung, also Richtung Osten, fortzusetzen. Hier ist jetzt auf jeden Fall die Nacht angekommen. Und das heißt, ich werde jetzt hier mal sehen, dass ich meinen Schlafsack hier reinlege und dann, wenn der hier drin liegt, das ist mein Shelter, hier halte ich mich jetzt sozusagen auf und wenn ich jetzt hier schlafe, dann schlafe ich in dem Schlafsack. So, wenn der hier nicht drin liegt, dann schlafe ich einfach nur hier. Ich mache das jetzt mal Sleep. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie wir so durch die Nacht kommen. Auf jeden Fall wird uns dadurch nicht kalt, weil wir ganz gut angezogen sind und natürlich den Schlafsack hatten. So, jetzt ist es natürlich noch total dunkel. Ich kann jetzt hier auch erstmal noch ein bisschen Rest and Heal machen, bis der Tag angebrochen ist. Auch das mache ich in dem Shelter. So. Ja. Ja, ich reste. Ich habe Durst. Okay, aber jetzt ist auf jeden Fall wieder der Tag gekommen. Hier ist auch mal wieder so ein Zeichen, dass entsteht auch zufällig auf der Karte, diese Tiles. Das ist ein spezielles, nicht unbedingt ein Story-Event, aber ein spezielleres Event, das kenne ich noch aus den Alpha- und Beta-Versionen. Deswegen halte ich mich davon jetzt erstmal fern, weil ich noch weiß, ich bin dafür noch nicht ausgestattet. Gucken wir uns aber auf jeden Fall noch an, merken wir uns, dass das hier ist. Erstmal will ich so ein bisschen die Grundausstattung sicherstellen und versuchen, so ein paar grundlegende Dinge erstmal zu finden. So, wir nehmen unseren Schlafsack wieder mit. Den packe ich jetzt, by the way, mal in unser Auto hier. So. Es ist schon immer mehr Zeug in diesem Kraftfahrzeug. Das nervt mich ein bisschen, aber es lässt sich jetzt nicht anders machen. 3,7% können wir knicken. Der fällt wirklich in wenigen Augenblicken auseinander. Das funktioniert nicht. Und das, was jetzt da drin ist, brauche ich nicht unbedingt. Den Schlafsack brauche ich. Man könnte auch noch einen richtigen Rucksack finden. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal Glück und finden auch sowas. Und ich werde jetzt erstmal noch ein kleines Stückchen weiter in diese Richtung gehen. Gucken, was es noch so zu entdecken gibt, bevor ich anfange nach Osten auf der Bahn. Wobei, eigentlich ist es auch Quatsch. Wir werden schon genug Zeug finden, wenn wir uns nach Osten bewegen. Ich laufe jetzt nur noch mal einmal hier unten lang. Hier unten gibt es eine größere Stadt. Okay. Suchen. Ein Reh. Okay, also ein Reh ist mir relativ egal. Fallback. So. Ja, Fallback. Ah, Retreat. So. Das Reh interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Mich interessiert hier zum Beispiel diese Stadt. Und mal in der nächsten Runde hier durchsuchen, was zu durchsuchen ist. Okay, Destroyed Office Building. Hier gab es auf jeden Fall Zeug. Mehr Flaschen. Ja, ich könnte die Flaschen natürlich gebrauchen, um mehr Wasser zu transportieren. Aber ich wüsste nicht, wo ich die Flaschen jetzt hin tun sollte. Okay, also das hat erstmal gar nicht so sonderlich viel gebracht. Jetzt das nächste Gebäude. Nix. Und was ist das? Storage Shed. Ich habe jetzt bloß gerade kurz innegehalten, weil ich... Ich weiß nicht, ob das in der Musik ist oder ob das wirklich Schüsse in der Distanz sind, aber ich glaube, das ist in der Musik. Auch nichts. Mensch. Also ich bin nicht vom Glück verfolgt in diesem Run. Okay, jetzt haben wir hier sozusagen das Aufeinandertreffen mit dem Stranger. Und
Der hat keine Waffe. Ich kann ja mal gucken, ob er mit mir reden will. Offer to talk. Stranger started welding stones. Ah, okay, also der hat offensichtlich angefangen, irgendwie mit Steinen zu schmeißen. Und kommt auf uns zugerannt. Ah, das ist ein Bad Mother. Das sind so verschiedene Fraktionen, die es gibt, habe ich so ein bisschen in Erinnerung. Und Bad Mother ist einer davon. Das sind eigentlich Banditen. Ich bin jetzt kurzfristig abgelenkt und sein letzter Move ist Charge. Okay, also der kommt jetzt irgendwie auf uns zugerannt. Der ist jetzt schon 5 Felder entfernt. Okay, wir können jetzt nur warten. So, der kommt weiter auf uns zugerannt. Charges. Wenn ich jetzt Dodge mache. Hat er, genau, der hat versucht, sich auf mich zu schmeißen, hat aber verfehlt, weil ich gedodged habe. Und deswegen liegt der jetzt auf dem Boden. Und er ist ein leichtes Ziel für mich. Also, wird er einmal angegriffen mit dem Crowbar. Hier unten ist unsere aktuelle Waffe angezeigt. Kriegt er jetzt eine drüber. So, wir haben getroffen und haben seinen unteren rechten Arm mit dem Crowbar verletzt. Sein letzter Zug war aufstehen. Jetzt kriegt er gleich noch eine drüber. So. Player pounded Mad Bad Mother's upper chest with a crowbar. Er hustet Blut. Und er kann sich nicht... Achso, aber er hat uns auch getroffen. Seinen rechten Arm mit dem Stein. Okay. Aber er kann sich für einen Moment nicht bewegen. Ich muss hier auch warten. Kann ich das hier machen? So. Er hat jetzt gar nichts gemacht, weil er musste ja die eine Runde aussetzen. Also kriegt er jetzt von mir noch eine drauf. So. Er hat mich verfehlt. Dieses doppelte Ding ist immer Melee Search. Also da versuchst du in kurzer Zeit so viele Angriffe wie möglich zu machen. Das ist eine höhere Chance zu verfehlen. Wenn man aber trifft, macht es richtig böse Aua. Er hat das versucht, hat aber verfehlt. So, muss ich jetzt sozusagen wieder erst sammeln. Und ich habe ihn angegriffen und getroffen. Und deswegen machen wir das jetzt gleich nochmal. Er macht nichts. Er hat schlimme Schmerzen. Und hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Er kriegt jetzt nochmal eine drauf. Und jetzt haut er ab. Desperate Retreat. Er ist jetzt 2 Felder von uns entfernt. Und durch unsere Trapping-Fähigkeit kann ich ihn jetzt in eine Falle locken. So, und weil er ist jetzt auch exposed und für eine einfache Attacke. Also werde ich ihn in eine Falle locken. Er ist immer noch auf Run. So. Player lures Bad Mother into a trap. Jetzt bin ich exposed. Er fällt hin. Braucht ein bisschen, um sich wiederzufinden. Und er hat sich den Kopf angeschlagen. Und ich... Was mache ich? Ich könnte ihn zum Aufgeben auffordern. Aber er kommt ja sozusagen weiter weg. Ich könnte jetzt hier auch mein Vehikel da lassen, um ihm hinterher zu rennen. Er hat ja eigentlich nichts, was ich brauche. Aber ich glaube, der hat einen Rucksack auf. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Solange ich das Vehikel noch habe, kann ich nämlich nicht rennen. Da könnte ich ihm nur relativ langsam hinterherlaufen. Ich lasse jetzt mal das Vehikel hier. Und so, jetzt renne ich mal dahin. Und stelle ihm mein Bein. Und greife ihn an. So. Player hit, attacks Bad Mother and hits. Ja, wunderbar. Ich habe ihn also wieder getroffen. Er liegt wieder auf dem Boden. Jetzt haue ich ihm nochmal eine rein. Jetzt macht er hier eine Ausweichrolle. Und ich kann ihn treten, solange er am Boden liegt. Also, ich habe ihn hier auch... Ich habe versucht, ihn anzugreifen, aber habe verfehlt. Also ist vielleicht auch eine bessere Idee, wenn ich auf Dodge gehe, weil ich jetzt gerade ohnehin ein bisschen exposed bin. Das war Quatsch, weil er musste erst noch aufstehen. Das habe ich vergessen. So, also greife ich ihn jetzt an. Er ist ausgewichen. Okay, dann werde ich jetzt auch ausweichen. Also er rennt immer noch weg. Dann machen wir nochmal eine Falle. Er versucht wegzukommen, kommt aber nicht weg. Ich muss ein Stückchen näher ran. Charge. Nochmal ein Bein stellen. Jetzt fordert er, dass ich aufgebe. Der ist echt ein bisschen lustig. So, da kriegt er erstmal gleich nochmal eine von Large. Und nochmal. Und nochmal. Der macht jetzt schon gar nichts mehr. So, damit ist der Kampf vorbei.
Er kann sich nicht bewegen. Bad mother died due to acute bleeding in the lungs. Also er ist daran gestorben, dass er in seiner Lunge geblutet hat offensichtlich. Oder in seiner Lunge, je nachdem. Eins von beiden oder beides gleichzeitig. Jedenfalls hat er es nicht geschafft. Und ich habe jetzt hier all das Zeug, was er gehabt hat. Und einen wunderschönen Haya Puppy Children Backpack hat er gehabt. Da sind doch eigentlich ganz schöne Sachen dabei. Hier, das ist unser Wagen. Der ist in so einem beschissenen Zustand. Den lasse ich, glaube ich, einfach hier stehen. Aber der Rucksack, das gefällt mir gut. Hier mache ich mal Empty Out. Setz mir den Rucksack auf. Da ist schon ein bisschen Zeug drin. Die komische DVD brauche ich nicht. Das eine Rad möchte ich auch nicht haben. Das zweite Tool finde ich eigentlich ganz gut. Da habe ich nichts gegen. Dann werde ich hier oben mal so eine kleine Flaschensammlung veranstalten. So, das sind meine Flaschen. Und das ist auch sehr praktisch. Hier kann ich jetzt Folgendes machen. Unter Crafting kann ich versuchen, aus diesen ganz kleinen Seilresten, die ich hier hatte, größere Seilreste zu machen. Und aus diesen... Brauche ich davon mehrere? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mach mal jetzt hier drei und wenn ich diese kleineren Seilreste nehme und dazu das Fernglas, nee, geht das nicht? Ich kann mir nämlich dieses Fernglas auch irgendwie um den Hals hängen. Ah hier, genau, Scope with a Strap, Confirm, Clear. So, jetzt habe ich hier nämlich Scope with a Strap und das bringt mir, dass ich weiter gucken kann. Außerdem bringt es mir mehr Platz im Inventar. Das finde ich fantastisch. Nehme noch die eine leere Flasche mit. Dann bin ich, was das angeht, jetzt eigentlich relativ gut ausgerüstet. Beziehungsweise die hier ist ja voll. Dann nehme ich mal lieber die mit. Zu viele Flaschen sollte man auch nicht mitnehmen. Das wird nämlich ganz schön schwer. Das kann man hier sehen. Und wir wollen uns jetzt noch nicht vollkommen überladen damit. Diesen komischen Digital Water Tester, weiß ich immer nicht, ob ich das brauche. Das nehme ich auf jeden Fall mal noch mit. Und meine Rags, so, die kommen hier, dann haben wir wieder 10, das macht nichts. Vorsichtshalber nehme ich noch eine Tüte mit. So, einfach zur Sicherheit, falls irgendwas kaputt geht, wie viel Zustand hat der? 3,9% hat der Rucksack nämlich nur noch, also der macht es auch nicht mehr allzu lange. Und ja, ich glaube, dann habe ich hier jetzt erstmal alles. Den könnte ich jetzt hier tatsächlich auch, also das kann ich euch mal zeigen, mit, wenn ich mal den Meat Cleaver und ihn hier reinlege. Ich könnte ihn tatsächlich in Menschenfleisch zerlegen und das dann auch tatsächlich essen. Also es würde funktionieren. Welche positiven oder negativen Eigenschaften das hat, da kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen, aber ich habe einfach eindeutig nicht genug Hunger, um das machen zu wollen. Ich habe hier aber durchaus noch ein bisschen Wasser und ich habe Durst. Also was ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen werde, ist tatsächlich ein bisschen Feuer machen. Ich glaube, da reicht mir jetzt auch erstmal so ein kleines. Und das hier und dann das ganze Wasser. Müsste doch eigentlich, genau, da kriege ich sterilisiertes Wasser raus. So, und jetzt habe ich hier das ganze Wasser und das kann ich jetzt so trinken, wie es ist. Fragt mich bitte nicht, ob das jetzt noch in dieser Dose drin ist oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, dass ich das jetzt hier trinken kann, aber ich kann es. So, damit haben wir auf jeden Fall den Durst erstmal wieder gelöscht. Ihn will ich nicht unbedingt essen. Das macht mir jetzt nicht so richtig viel Sinn. Und wie spät ist es eigentlich? Weiß auch kein Mensch so genau. Ich bewege mich mal hier auf jeden Fall noch einen Quadranten weiter. Zug beenden. Oh, 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 oh. Der hat ein Gewehr. Eine Schrotflinte, würde ich sagen, ist das. Hunting Rifle ist das. Okay, keine Schrotflinte. Verdammte Scheiße. Und der ist richtig dicht dran. Mal gucken, ob er irgendwie sich unterhalten möchte. Der kommt auf mich zu. Letztendlich, wenn der richtig dicht dran ist, warum kommt der auf mich zu, wenn er eine Waffe hat? Wenn der richtig dicht dran ist, hat er eigentlich keine Chance. Ich weiß nur nicht, was der macht. Ich meine, was mache ich denn jetzt? Also ich habe ihm angeboten, mit mir zu reden. Das hat ihn nicht sonderlich beeindruckt. Der ist jetzt auf Nahkampfdistanz dran. Ob der Munition dafür hat, weiß man nämlich auch nicht. Das kann nämlich auch sein, dass er gar keine Munition für das Ding hat. Und dann ist er jetzt in Nahkampfreichweite. Ich gehe mal erstmal auf Ausweichen, falls er jetzt angreift. Nein, er charged. Okay. Gehe ich nochmal auf Ausweichen.
So, ich hab den, bin dem ausgewichen. Er hat verfehlt. Jetzt kriegt er von mir eine drauf. So. Ich habe ihn angegriffen und getroffen. Er hat versucht, mich einzuschüchtern. Der ist gestunt und kann sich für einen Moment lang nicht bewegen. Das ist gut. Kriegt er gleich noch eine drauf. Und kriegt erstmal gleich noch eine drauf. Und noch eine drauf. Solange er nichts macht, Light Trap, dass er auf dem Boden liegt, finde ich gut. Dann kriegt er hier mit jedem Kick, bleibt er mal auf dem Boden liegen. Und diese Light Trap, dann liegt er mal. Und immer wenn die liegen, können die nichts machen. Das heißt, also, es ist günstig im Nahkampf immer zu versuchen, die anderen am Boden zu halten, dass sie möglichst wenig machen können. Schön hier nochmal eins drauf. Nochmal eins drauf. Der ist jetzt schon unconscious. Ich könnte den jetzt schon looten, aber ich bringe ihn tatsächlich um, einfach nur um sicher zu gehen. So. Da haben wir nämlich auch das Hunting Rifle. Und einen zweiten Gummisandalen haben wir auch. T-Shirts brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hose. Da ist Fleisch drin. Empty out. Das können wir auf jeden Fall mal essen. So. Das Gewehr würde ich schon gern mitnehmen, aber ohne einen Strap wird das schwierig. Und ich glaube, dafür kann ich mir auch nicht selber einen bauen. Und ich habe auch keine... schwierig. Nee, ich glaube, dann zerstöre ich das hier einfach, damit es niemand anders findet. Ich bin ohnehin auf Nahkampf ausgerichtet, von daher ist das jetzt auch gar nicht so dramatisch. Gut, da haben wir ja irgendwie auch mal zwei Kämpfe gesehen und ich kann hier jetzt gleich versuchen, weiter dieses kleine Stadtgebiet zu durchsuchen, in der Hoffnung, noch irgendwas Sinnvolles zu finden. Das machen wir aber jetzt in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.